Hey und willkommen bei der zweiten Folge der MSV Duisburg Karriere mit mir, euren Danny Taylor. Wer es mitbekommen hat, in der ersten Folge war ja ein kleiner Fehler und zwar waren irgendwie alle 5 Sekunden so ein kleiner Zoom drin, der extrem merkwürdig war. Und dieses Problem war tatsächlich durch YouTube verursacht und nicht durch mich, denn als ich mir das Video an meinem PC angeguckt habe, war da absolut gar kein Problem, sondern nur auf YouTube hatte dieses Video das Problem. Heißt, ich konnte das dann auch ganz schnell neu hochladen, mehr oder weniger ganz schnell, ne, dauert ja immer seine Zeit. Und dann kam das Video tatsächlich doch noch am Donnerstag, was mich extrem gefreut hat. Zwar ein bisschen später als geplant, aber immerhin kam es. Und es freut mich auch, dass es so gut bei euch ankam. Selbst, obwohl es so spät kam. Und da wir jetzt schon in der nächsten Folge der Karriere sind, kann ich jetzt ein wenig auf eure Kommentare eingehen und schauen, welche Spieler ihr mir dort hinterlassen habt, welche einigermaßen realistisch sind oder welche halt auch gar nicht in Frage kommen. Denn ich kann schon sagen, Fiete Arp wurde ein wenig oft vorgeschlagen und wir werden Fiete Arp auf gar keinen Fall verpflichten, weil es halt irgendwie nicht logisch wäre. Er ist beim HSV jetzt nicht immer gesetzt, aber wechselt jetzt auch in den nächsten beiden Jahren irgendwann zum FC Bayern München. Dann passt es gerade irgendwie nicht, wenn wir jetzt Jan-Fiete Arp verpflichten mit dem MSV Duisburg. Vor allem ist Sturm auch nicht die Position, wo wir derzeit unbedingt noch jemand benötigen, denn dort haben wir Borustaschi, Nielsen kann da spielen, Verhoeh kann da spielen. Da haben wir halt derzeit erstmal genug Spieler. Man könnte eher darüber nachdenken, einen weiteren Rechtsverteidiger zu verpflichten. Und da wurde mir auch schon was in die Kommentare geschrieben, was ich richtig awesome fand. Und da gehe ich auch noch in dieser Folge drauf ein. Und laut der Abstimmung sollen wir auch noch Lukas Daschner verleihen. Das könnten wir machen, wir müssen aber erstmal ein wenig darauf abwarten, wie viel Geld wir haben. Denn wenn wir Lukas Daschner tatsächlich verleihen, kriege ich ein Problem mit unseren Außen. Denn ich möchte ja noch Stoppelkamp verkaufen und dann hätten wir halt nur noch Engin, Kauli Oliveira Sousa und Gio, drei Spieler, die da wirklich gut spielen können. Tyler wäre so eine Ausweichmöglichkeit und deswegen möchte ich Daschner erstmal noch ein bisschen behalten und zu gucken, wie viel Geld wir überhaupt haben und ob wir es uns leisten können, einen Daschner zu verleihen oder ob wir nicht lieber selber ein bisschen auf ihn bauen, denn er kann halt auch im rechten Mittelfeld spielen. Deswegen warten wir ein wenig ab, was passiert. Generell heißt es in dieser Folge ein wenig abwarten, denn es kommt natürlich ganz darauf an, wie viele Spieler wir verkaufen und wie viel Geld wir einnehmen, um zu gucken, was überhaupt noch für uns möglich ist in dieser Transferphase. Ich möchte heute circa bis zum 1.2. August simulieren, damit ich dann in der nächsten Folge noch ein wenig darauf reagieren kann, welche Spieler ihr mir noch vorgeschlagen habt für die Position, wo wir noch jemanden brauchen. Die meisten von euch waren tatsächlich auch mit der Verpflichtung von André Hoffmann zufrieden bzw. auch einverstanden, was mich schon mal mega gefreut hat. Das hat mir halt auch gezeigt, dass ihr den Weg mit mir gehen wollt und dass die meisten halt auch sagen, ja, es war einigermaßen realistisch. Und die meisten sind auch dafür, dass wir André Hoffmann als Kapitän haben. Was, finde ich, die Sache noch ein wenig realistischer macht, weil dann haben wir quasi in den Vertragsverhandlungen mit André Hoffmann sagen können, hör mal, ich möchte, dass du diese Mannschaft, ich möchte, dass du diese junge Mannschaft anführst, wieder auf den Weg nach oben. Wo natürlich sich auch ein Hoffmann denken könnte, ah ja, finde ich cool, würde ich gerne machen und dann mal schauen, wie es in den nächsten 2 Jahren aussieht, wie der Weg gelaufen ist. Ob ich dann noch da bleibe oder ob ich dann noch gehe, weil klar, André Hoffmann ist derzeit unser bester Spieler, zwar nur mit einer 72, aber er führt unsere Mannschaft jetzt als Kapitän erstmal in dieser Saison an. Vereinzelte haben auch geschrieben, warum ich nicht wieder Wolze als Kapitän gemacht habe oder Boomheuer. Wolze wurde ja in echt abgesetzt und ich finde das halt bei Hoffmann gerade extrem logisch mit dieser Konsequenz, beziehungsweise was ich gerade gesagt habe, dass wir ihn halt gesagt haben, ich möchte, dass du diese Mannschaft anführst und dass das für ihn ein Grund war, wieder zum MSV zu wechseln. Jetzt gehen wir aber auch erstmal ein bisschen voran und warten, was passiert. Alles klar, Freigabesumme für Ahmet Engin bezahlt und das finde ich ehrlich gesagt nicht geil, da werde ich jetzt was gegen unternehmen. Ahmet Engin wird auf jeden Fall einen neuen Vertrag unterschreiben und das Lustige ist, er verdient weniger als vorher, ist für mich in Ordnung. Und damit haben wir Ahmet Engin für weitere 4 Jahre an uns gebunden, ohne Freigabesumme. Wir schauen uns auch gleich noch die ganzen Spieler an, die ihr im letzten Video vorgeschlagen habt, allerdings warte ich noch darauf, dass die alle gescoutet wurden. Und wenn ihr gerade kurz Lust dazu habt, könnt ihr mal ganz kurz das Video minimieren und mal ganz kurz einen Daumen nach oben da lassen. Es ist eine extrem kleine Tat für euch, aber eine Tat, die mich sehr freuen würde, denn so ein kleiner Daumen nach oben bedeutet mir immer eine Menge. Da weiß ich, dass euch die Folge gefällt und das ist mir immer extrem wichtig, weil es natürlich auch immer zusätzlich motiviert, aufzunehmen und alles mögliche. Dadurch werden die Folgen eigentlich immer noch nur noch geiler, sag ich mal. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch noch einen Kommentar da lassen. Würde mich mega freuen über die Folge. Vielen Dank. Früder hat sich jetzt schon auf eine 70 verbessert. Das ist richtig gut für uns. Und André Hoffmann habe ich jetzt gerade mal ins Training gepackt. Aus dem Grund, dass ich gerne möchte, dass er eine körperliche Stärke von 80 erreicht. Transferangebot für Stanislav Iljutschenko. Das höre ich mir natürlich gerne an. Ja, okay, bei 1,4 Millionen einfach schreiend rausrennen. So verhandelt man. Und ich habe gerade festgestellt, dass ich ein Idiot bin, denn ich habe vergessen, Christoph Neumann den Scout zu verpflichten für 1,3 Millionen. Deswegen muss ich jetzt gerade einen Ausweichplan nehmen und zwar nehmen wir jetzt Fabian Vogel, denn ich möchte jetzt auch deswegen nicht neu laden, nur weil ich zu blöd war, das direkt am Anfang der Folge zu machen. Wir haben dann jetzt noch circa 1,3 Millionen und ihr habt ja dafür abgestimmt, dass wir das restliche Geld nicht in einen weiteren Scout stecken, sondern in weitere Spieler. Zuallererst werden wir jetzt aber Fabian Vogel nach Deutschland schicken für 6 Monate für 216.000. Mir wurde vorgeschlagen, einen Typ zu nehmen. Heißt, ich sollte hier einen Torwart suchen. Das finde ich allerdings ein wenig blöd, weil dann findet er halt hauptsächlich Torwerte.
Und ich sag mal so, ein Torwart findet man immer automatisch irgendwann. Und nachdem wir den Scout losgeschickt haben, haben wir jetzt noch ein Transferbudget von 1 Million Euro. Wir warten natürlich drauf, dass sich noch ein paar Spieler verkaufen. Und dann kriegen wir auch noch ein Transferangebot für Moritz Stoppelkamp. Mal gucken, was ich rausholen kann. Vielleicht machen sie ja mal 1,1 Millionen mit oder rennen sie raus. Und natürlich, weil ich 50.000 mehr will als der Beatle. Alter. Und natürlich kriegen wir dann ein Transferangebot von Boris Taschi, den möchte ich aber auf keinen Fall verkaufen. Ahmed Engin verbessert sich auf eine 71, was sehr gut für uns ist. Ein paar der Spieler, die ihr vorgeschlagen habt, wurden jetzt tatsächlich schon gescoutet, allerdings nur rund die Hälfte der Spieler, denn hier sind noch einige, die noch nicht gescoutet wurden, aber wir können ja schon mal auf die eingehen, die gescoutet wurden. Bei Jojo Eggestein war die Meinung eher so 50-50. Viele haben gesagt, yo, leih den dir aus, weil du brauchst auch einen für die Außen und vor allem können wir dann auch Daschner ohne Probleme verleihen. Aber viele haben auch geschrieben, nee, ganz logisch ist das gerade nicht, weil er halt gerade bei Bremen auch ein bisschen zum Stammspieler sich entwickelt und deswegen wird das nicht so viel Sinn machen. Bei FIFA allerdings, finde ich, würde es schon durchaus Sinn machen, weil, sind wir mal ehrlich, er wird jetzt hier bei FIFA nicht so häufig bei Bremen spielen und sich auch nicht großartig weiterentwickeln. Heißt, ich mache jetzt einfach mal eine Abstimmung. Ich möchte jetzt einfach mal kurz wissen, ob ihr jetzt hauptsächlich mehr dafür oder dagegen seid. Und dann kann ich ja immer noch so ein wenig entscheiden, was wir machen. Schubert wurde mir dann auch noch vorgeschlagen, ein sehr interessanter Spieler für die Zukunft, weil er ja in echt auch seinen Vertrag nicht verlängern wird. Heißt, eventuell sollten wir dann in der Wintertransferphase darüber nachdenken, ob wir ihn haben wollen. Wir können ihn dann zwar quasi keinen Vorvertrag anbieten, ihn aber dann vielleicht billiger verpflichten. Auf Arp muss ich ehrlich gesagt nicht mehr eingehen, denn der Transfer wäre einfach mega unlogisch, muss ich gestehen. Deswegen lassen wir es mit Arp auch. Felix Passelak würde ich für die Zukunft mega awesome finden und auch richtig passen. Problem ist, er ist halt aktuell verliehen, sonst hätte ich jetzt versucht, ihn auszuleihen. Nur er ist ja derzeit bei Norwich City, wenn ich mich nicht irre. Magnumann ist auch jemand, der mir vorgeschlagen wurde und auch mega interessant ist, weil er halt einfach in der Links- und Rechtsverteidigung spielen kann. Das Problem, was ich bei ihm sehe, ist ganz einfach, auch er entwickelt sich gerade beim HSV zu einem richtig guten Außenspieler. Deswegen bin ich mir ein bisschen unsicher. Eure Meinung aber dazu in den Kommentaren sehr gerne gesehen. Höver von Liverpool finde ich ein bisschen unlogisch, klar, er kommt aus den Niederlanden, wird vielleicht deswegen ein wenig passen, aber ja, er spielt ja bei Liverpool und ich finde das jetzt gerade nicht so logisch, wenn sich jetzt Duisburg ein Spieler von Liverpool ausleiht, weil ich finde, das sieht man nicht so häufig, dass sich ein Zweitligist aus England bedient, was Leihgeschäfte oder sonst was angeht. Und dann waren hier noch durchaus, ja, interessante Spieler, nenne ich sie mal, Sessa, Susek, Mbom, Akono, wurden mir allesamt vorgeschlagen, die alle eine relativ schlechte Gesamtstärke haben. Ich kenne mich mit den Spielern ehrlich gesagt überhaupt nicht aus, ja. Ich weiß nicht, wie gut ein Sessa werden kann, ich weiß nicht, wie gut ein Susek werden kann. Ich habe keine Ahnung von Mbom oder von Akono. Ich habe wirklich null Plan, was sie können und was sie nicht können. Deswegen würde ich mich da gerne mal ein bisschen auf euch verlassen. Soll ich einen dieser vier versuchen zu verpflichten? Oder vielleicht sogar zwei? Vielleicht wäre Sessa sogar der interessanteste aufgrund seiner Position, denn er kann im zentralen Mittelfeld, rechten Mittelfeld und rechte Verteidigung spielen, was allesamt sehr gut ist. Heißt, bitte schreibt mir mal in die Kommentare, was ich von einem Sessa zum Beispiel erwarten könnte. Das fände ich mega interessant und da brauche ich einfach eure Hilfe. Und einen Spieler habe ich gerade extra ausgelassen und zwar Lukas Klünter, denn den Spieler würde ich extrem feiern und er würde uns halt sehr, sehr, sehr viel weiterhelfen. Und in echt hat er halt bei Hertha BSC derzeit überhaupt nicht das erreicht, was alle von ihnen erwartet haben, ja. Alle sind ja davon ausgegangen, dass Lukas Klünter einfach mega Talent ist und dass er ja alle vom Hocker hauen wird. Allerdings kommt er derzeit nicht an Lazaro vorbei, aber auch nicht am Pekarik so richtig. War aber, glaube ich, auch einmal verletzt, aber er hat halt seit seinem Wechsel von Köln zu Hertha BSC nicht das gerissen, was viele von ihm dachten. Deswegen fände ich es mega logisch und auch eigentlich realistisch, wenn der MSV sich jetzt in unserer Lage, wir sind ja gerade nicht im Abstiegskampf, denn wir sind ja in der letzten Saison in unserem Bild hier gerade Siebter geworden und wir wollen uns ja verstärken. Deswegen fände ich das gerade schon ein wenig logisch, wenn wir es schaffen könnten, Lukas Klünter eventuell vom Hertha BSC auszuleihen. Und genau das werden wir auch versuchen. Ich delegiere jetzt einfach mal eine Leihe auf 2 Jahre, denn das wäre mega awesome. Denn mir ist noch ein anderer Plan eingefallen. Sollten wir ihn jetzt tatsächlich ausleihen, hat der Spieler, wenn ich mich nicht irre, gerade eine Freigabesumme von 2,7 Millionen. Wenn wir ihn dann in den 2 Jahren richtig gut verbessern, können wir ihn dann einfach nach den 2 Jahren für seine Freigabesumme von 2,7 Millionen holen. Und das ist, finde ich, einfach so ein richtiger Masterplan. Also ich hoffe, wir können das einigermaßen nachvollziehen und findet das genauso geil wie ich und auch genauso logisch wie ich, Lukas Klünter eventuell auszuleihen, wenn es funktioniert. Ein Monatsbericht der Jugendmannschaft und ein Scout ist zurückgekehrt. Das bedeutet, unser Scout aus dem Katalog ist wieder da und beschert uns Yannick Lang. Ein Spieler, der über die linke Flanke kommt, ein Rechtsfuß ist, eine Gesamtstärke von 61 und ein Potenzial von 76 bis 94, was erstmal ganz gut klingt. Wird natürlich sofort ins Profiteam übernommen.
Tyler hat sich auf eine 67 verbessert, aber das ist gerade gar nicht so wichtig, denn wir kümmern uns jetzt um Yannick Lang. Er hat einen guten Antritt und eine gute Sprintgeschwindigkeit bis jetzt, hat ja kein gutes Dribbling, aber das können wir ihn natürlich antrainieren. Es ist schon Ausnahme genug, dass er ein ganz gutes Sprinttempo hat und seine Werte sind richtig gut. Arbeitsrate im Angriff hoch, Arbeitsrate defensiv niedrig, ist in Ordnung und Spezialbewegung 4 Sterne benutze ich eh nicht oft, aber richtig nice. Heißt, ein Spieler, der im linken Mittelfeld spielen kann und auch locker easy mal reinziehen kann. Boah, das ist echt gutes Talent, muss ich sagen. Und ich finde das auch irgendwie ganz cool, dass er jetzt aus Deutschland ist, weil es für MSV Duisburgs Sicht irgendwie ein bisschen logischer ist, als jetzt plötzlich irgendein Italiener oder Brasilianer oder sonst was. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Ich bin also wirklich durchaus zufrieden mit dem Typen. Ich habe natürlich jetzt gerade nur Angst, dass sein Potenzial dezent beschissen ist. Heißt einfach mal hoffen, dass er ein gutes Potenzial hat. Und er hat Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Und besser können wir es gar nicht haben. Natürlich kriegt der Spieler jetzt nämlich sofort eine Trainingseinheit. Zuallererst habe ich aber erstmal das Aussehen von Yannick Lang ein wenig individualisiert, wie zum Beispiel das Trikot aus der Hose gezogen. Wir kriegen ein Transferangebot für Kevin Volz, was ich sofort ablehnen werde. Wir konnten uns mit Hertha BSC über eine Leihe von Klünter einigen. Die Frage ist, möchte Lukas Klünter überhaupt zu uns kommen? Ich habe das ja gerade schon akzeptiert und kommentiert. Denn ich dachte, der Spieler ist dann sofort bei uns. Denn ich habe vergessen, dass der auch noch Ja sagen muss. Ich bin jetzt natürlich gespannt, ob ja Klünter auch zu uns kommen möchte. Und zudem haben wir noch ein Transferangebot für Tim Albutat und bis jetzt habe ich mich ja richtig beschissen angestellt, Spieler zu verkaufen. Er sagt sofort ja. Oh mein Gott, das kenne ich so gar nicht, dass ein Verhandlungspartner sagt, ja Mann, machen wir. Und das auch noch sofort und er ist nicht rausgerannt. Oh mein Gott, sowas akzeptiert auch noch. Lukas Klünter hat einen Wechsel zu uns leider abgelehnt und das könnte tatsächlich an dem neuen Transfer-Update liegen, dass Lukas Klünter sagt, dass wir ihm einfach zu schlecht sind. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, denn mit 69 ist er absolut keiner unserer besten Spieler, sondern ja, schlechter als viele andere bei uns im Verein. Ist jetzt natürlich ein bisschen kacke und der Masterplan geht somit auch nicht auf, den ich hatte. Schade. Noch ein Transferangebot für Tim Albutat. Ich sage jetzt einfach mal 1 Million und das nehmen die auch an? What the fuck? Okay, jetzt hoffe ich natürlich, dass Tim Albutat nach Meppen geht und nicht zu einem anderen Verein. Als weitere Vorschläge für die Rechtsverteidigung hätten wir jetzt noch Georg Teigl auf der Liste. Ich weiß allerdings nicht, wie gut der ist. Und Niklas Kreuzer, da wurde mir geschrieben, der lässt sich hammermäßig spielen. Ich kann es gerade nicht beurteilen, habe noch nie mit ihm gespielt und ich weiß auch noch nicht, welche Gesamtstärke er hat. Aber falls ihr noch weitere Vorschläge habt für die Rechtsverteidigung, sehr gerne in die Kommentare, denn es ist vielleicht doch noch eine Position, wo wir unbedingt wen Neues brauchen und ein wenig Geld nehmen wir ja noch ein. Wir sind jetzt gerade nur bei 1,3 Millionen, wenn aber der Verkauf von Albutat tatsächlich klappt und dann hoffentlich die Millionen, kriegen wir ja noch ein bisschen was drauf und wir haben ja noch ein paar Spieler auf der Transferliste stehen. Und da wir mit Yannick Lang einen richtig guten weiteren Außenspieler dazu bekommen haben, kann ich ohne Probleme Lukas Daschner auf die Leihliste setzen. Yannick Lang hat jetzt erstmal die Trainingseinheit von Tyler bekommen, denn es ist natürlich auch essentiell wichtig, dass sich Lang um einiges verbessert und seine Sprintgeschwindigkeit noch was steigert und vor allem seine Dribbelfähigkeiten. Und damit sind wir jetzt auch beim Spiel gegen Dynamo Dresden, bin also doch ein wenig weitergegangen als ursprünglich geplant. Allerdings endet jetzt auch hier die heutige Folge. Ich würde mich natürlich mega über Kommentare freuen, aber auch über einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, wir suchen immer noch einen Rechtsverteidiger. Schreibt mir da eure Vorschläge rein oder auch, was haltet ihr von Georg Teigl oder auch Niklas Kreuzer. Auch wenn wir da noch ein wenig auf die Scout-Berichte warten müssen. Das bedeutet auch, die nächste Folge startet mit unserem Saisonauftakt gegen Dynamo Dresden, gegen diese wir auch auf jeden Fall spielen werden. Vielleicht spielen wir auch noch gegen VfL Bochum, denn ich werde diesen Monat noch nicht komplett beenden in der nächsten Folge. Das liegt einfach daran, dass es die Transferphase ist und da passiert ja auch noch sehr viel drumherum. Dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge beim Saisonauftakt. Sollte Dienstag weitergehen, wenn ich mich nicht irre. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst den Daumen nicht und den Kommi nicht. Und natürlich die Glocke nicht und so weiter und so fort. Ciao.